Moin Leute, was geht? Clayman ist wieder am Start. Er ist wieder da. Sozusagen. Ja, wie geht's euch? Ich habe meine fast einjährige Pause beendet. Gut, für euch ist es jetzt länger als ein Jahr, weil ich jetzt schon wieder seit einer Weile spiele. Aber auch da noch keine Videos gemacht habe. Ja, zum Ende hin, also mir fehlte nachher irgendwann echt die Zeit und nachher aber auch nachher irgendwann die Lust und das Spiel hat mich auch irgendwann nicht mehr so geflasht, sag ich mal. Deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört damit und ich fand es aber irgendwie ein bisschen schade nachher im Nachhinein so, nach der ganzen Zeit. Habe ich mir gedacht, naja, komm. Oh, da kann man. Was? Scheiße. Dachte ich mir halt irgendwann, na gut, irgendwie ist es schade, weil einfach. Weiß ich nicht. Also man hat ja auch was investiert so und. Ja. War halt einfach schade so. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, okay, dann fangst du mal wieder an und ja, es gab ein paar Neuerungen für mich. Also ich habe jetzt hier mit dieser Kampagne angefangen. Das ist Kampagne Aufstieg der Waldläufer. Und das ist eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Ich kann das jetzt leider aber nicht ganz zeigen, weil ich jetzt, wie ihr seht, hier ganz normale Burg habe und so. Das ist bei dieser Kampagne eigentlich nicht Standard. Also man fängt als Waldläufer an und nimmt Felder ein hier wo man dann so Einfluss kriegt, dann hat man so Prestige hier oben. Muss sich um Rohstoffe hier gar nicht mehr kümmern, ja, also und Einheiten anwerben und so gibt's auch nicht mehr. Außer man nimmt ein Lager ein, so dann kann man die halt immer noch anwerben. Aber so im Großen und Ganzen, ja, schon ganz anders hier auf jeden Fall. Man kann aber zu so einem Lord hier werden, wenn man eine Ruine besetzt. Ich glaube, ich hatte hier unten irgendwo eine gerade gesehen gehabt, meine ich. Da sind dann. Da. Da sind dann so eine Ruinen hier besetzen, um sich als Herr zu bewerben. Ne? Und dann wird man Herr, und so wie ich das jetzt bin, muss hier die Felder wieder alle einnehmen, wirklich, ne? Mit Marsch halt richtig einnehmen. Kriegt man hier wieder Macht und Produktion. Was hier aber blöd ist halt, wenn man Lord ist, es fehlen einem Felder, weil die Kapitelfortschritte geben einem keine zusätzlichen Felder. Als Waldläufer hat man nachher nur maximal 48, glaube ich, waren das. Das kann man in der Ringfähigkeit skillen, dass man dann die 10 maximale Felder kriegt. Hier ist jetzt auch wieder alles wie beim Alten so. Ich habe das mal gemacht, weil mich hat das ein bisschen genervt, dass man die Truppen halt nicht so herstellen wollte, wie man es wollte. Nicht konnte, wie man es wollte, weil es gab also Waldläufermünzen, die waren so silber. Und damit, man hat dann so Informationen verkauft und diese Münzen bekommen und nur dann konnte man sich denn so Einheiten halt kaufen, an die dann aber direkt, ne? Man hat die gekauft, hatte die direkt in der Kaserne. Die Kaserne war auch viel kleiner, es gab auch nicht so viel Kommando, weil man dieses mit Militärakademie, die gab es nicht, wo man 25 zusätzliches Kommando bekommt. Dafür aber gab es so Statthalter, nennt sich das. Machen wir mal so. Da gab es einen Statthalter, die sind dann hier so im Hintergrund gewesen. Und von denen haben die Titel funktioniert. Ja, so für ein bestimmtes Level konnte man dann hier, das sind ja hier die Titel, die konnte man dann nutzen. Auch ziemlich stark, ziemlich cool. Ja, aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt gerade Lord, deswegen, also dafür ein bisschen blöd zu zeigen für die Kampagne. Ich will jetzt auch gar nicht so lang machen. Ich bin ja gerade ein bisschen am Farm, weil wenn man zum Lord wechselt, hatte ich ja keine Felder besetzt, weil das brauchte man ja vorher nicht. Da muss man hier nur den Einfluss haben. Und ich weiß noch nicht, ich überlege es mir, ob ich dann wieder zurück zum Lord werde. Wahrscheinlich denke ich mal, vielleicht schon. Ja, mal schauen. Ich will es, wenn ich zum Waldläufer, meine ich nicht zum Lord. Wenn ich zum Waldläufer werde, dann werden auch wieder die Felder hier verlassen. Alle, die das
Limit übersteigen von 48, glaube ich, waren das. Dann habe ich halt wieder zu viele Felder. Ich weiß auch nicht, wie da die Reihenfolge ist, ne? Wenn du mir die 150er wegnimmt, geht das ja noch. Wenn du mir auf einmal 200er wegnimmt, dann ist das doof. Ne? Ja, deswegen, also was das angeht für die Kampagne jetzt, aber auf jeden Fall ist es ein ziemlich cooles Ding. Hier ist ein neues, eine neue Ansicht, wie man kämpft jetzt hier. Es gibt diese 5 Sekunden nicht mehr. Das ist ganz cool. Oh, das war ein sehr schöner Kampf. Ja, Sunen hier mal gerade, auch wo wir sie mal hier haben. Die habe ich ja noch bekommen, bevor ich meine Pause hatte. Habe ich sie aus einer kostenlosen Truhe bekommen, tatsächlich. Da, wo es noch die Einladung gab, wo man 9000 Respekt bekommen hat. Das ist ein Punkt, der hat mich sehr erschüttert hier. Ich habe das zuerst falsch verstanden. Ich habe diese Ansicht hier gesehen und dachte, oh, kann ich jetzt drei Einladungen kriegen? Hier ist ein bisschen blöd zu zeigen. Von den Guten habe ich noch kaum wen. Von den Bösen hier. Ich gedacht so, hä, kann ich das dreimal kriegen? Für jeweils mit 9000 Respekt. Nee, aber hier ist dann so voll. Da hatte ich so drei von drei. Hä, ich habe doch gar keine drei Einladungen bekommen. Ja, und dann irgendwann habe ich es gecheckt. So, wenn man hier rauf geht, steht dann hier, dass man jetzt pro Einladung nur noch 3000 Respekt bekommt. Ja. Die haben dafür die Rate erhöht hier auf 0,3 von 0,1. Also theoretisch soll man ja, also vorher war es ja so, dass man mit 1000 Münzen eine T3-Einladung bekommen hätte. Jetzt ist es so, dass man ja bei allen 333 Münzen eine T3-Einladung kriegt. Trotzdem ist das einfach nur Bullshit. Also wirklich, ich habe jetzt, seitdem ich hier diese Kampagne spiele, habe ich bestimmt schon 400 Münzen angeöffnet. Ich habe eine T3-Einladung gehabt, mehr auch nicht. Und ja, das ist schon echt traurig. Der Kommandant läuft jetzt vorne hier mit der Armee rum. Sieht auch ganz cool aus. Die stehen jetzt hier auch so drauf. Das haben die echt cool gemacht, muss ich sagen. Das ist nach dem letzten Update. Oder vorletzten. Ja, aber ansonsten, ich wollte ja mal auf Sundend eingehen, genau, die habe ich halt noch bekommen, zum Glück, also noch mit 9000 Respekt für den Brief. Ja, als ich sie bekommen habe, dachte ich mir so, ja, okay, also ich hatte nicht viel Ahnung von ihr, ich habe mir sie nicht weiter angeguckt, ich war eh dabei, das Spiel nicht mehr zu spielen. Also sie ist ziemlich cool, können wir gleich mal eigentlich einen Commander Spotlight machen hier, so spiele ich sie aktuell, ganz wichtig ist hier der Skill, Haradrische Taktik, man spielt sie halt mit Orks, mit einer Ork-Einheit und zwei böse Menschen-Einheiten. Und die Orks kriegen plus 30% Schaden für jeden böse Menschen Einheiten Typen. Das heißt 30 und nochmal 30, also 60% Schaden. Hier im Angriff wird auf plus 1, plus 2 hätte man andersrum machen sollen. Okay, dann wäre sie vielleicht noch stärker, also, ne, aber weil die Orks sollen ja auch Schaden machen. Aber na gut, trotzdem plus 2 für die böse Menschen ist schon mal nice. Und Orks nochmal einen dazu. Also sie macht hier 60% Schaden. Dann hier drei Runden auf für alle verbündeten Einheiten. Plus 23% Schaden. Effekt modifiziert durch Fokuswert. Das ist bei mir momentan, sie hat knapp über 300 Fokus. Ja, und das sind jetzt gerade fast das, nicht fast, sondern das sind das doppelte 46% Schaden in den ersten drei Runden. Und ja, das spiele ich halt. Und dann ihre Respekt 5 Titel. Sonnenland Taktiker. Hier mit drei Einheitentypen, jede Runde, alle Verbündeten 25% Chance, 70% HP zu regenerieren, 20 Fokus auf maximal. Also hier so ein bisschen was mit Heilung halt. Hier ist auch nochmal was mit Heilung, deswegen ist es zusammen halt ziemlich gut. Verbündete Einheiten halt 60% HP für die ersten 5 Instanzen des erlittenen Schadens. Da wird auch nochmal wieder ein bisschen geheilt. Und hier haben wir nochmal Treibsand. Gegen zwei feindliche Einheiten erlittener Schaden plus 20% und 10% Chance Betäuben jede Runde zu verursachen. Ja, die 10% hier betäuben. Kann man halt darüber diskutieren, aber die 20% extra Schaden sind halt nice. Also wir haben hier für die Orks 60%, hier bin ich bei 46 für drei Runden. Da sind wir schon bei 106 und hier sind wir nochmal bei 20%, also bei 126% Schaden für die ersten drei Runden, die meine Orks da ausrichten können. Das ist echt richtig viel. Und ja, und weiter. Jetzt ist hier gerade auf, jetzt ist sie gerade auf Level 42 und ich habe sie jetzt so weit. Was hat sie denn bei mir? Respekt 5. Ja, sie kriegt dann ja noch 8 Respektpunkte. Mal gucken, wo ich nehme. Hier hat sie noch was für böse Menschen pro Ork-Einheitentyp. Allein die minus 15% Schaden.
Kriegen nochmal plus 10 Verteidigung, das finde ich wesentlich besser als der Effekt hier unten. 10 Verteidigung ist nicht schlecht, aber ist halt nicht primär nur zu nutzen. Weil, also die bösen Menschen sind nur dazu da, dass die Orks gepusht werden. Und, ne? Also es spielt niemand zwei Ork-Einheitentypen und dann böse Menschen, damit dieser böse Menschen-Einheitentyp 30% Verteidigung hat. Oder erlittener Schaden weniger, das ist Bullshit. Hier nebenbei fügt plus 10% Schaden zu. Das sind so noch so Standarddinger, Verteidigungshaltung. Macht sie noch ein bisschen Schaden. Stärkewert hier gegen ein feindliches Ziel fügt Schaden zu. Eine verbündete Nahkampfeinheit, nächster erlittener Schaden minus. Was auch so. Also so Support, ne? Support für die bösen Menschen. So, und in der Mitte hat sie noch was mit Bestien, dass man dann. Also da. Das wiederum muss ich sagen. Aber dafür müsste man Bestien spielen. Ja, alle Verbündeten 30% Chance, 6% Giftschaden zuzufügen, wenn die verbündete Armee Bestien enthält. Das Ziel kann keine HP regenerieren. Hält eine Runde an. Aber das proc nur, wenn man eine Bestie hat. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nehmen soll. Aber wobei, das ist wiederum nicht schlecht. Gegen feindliche Einheit mit dem höchsten Angriffswert verursacht den geringstmöglichen Schaden. Und gegen feindliche Einheit mit dem höchsten Verteidigungswert Verteidigung minus für 2 Runden. Ja, das ist das gleiche wie Beruthiel zum Beispiel hat das auch. Das finde ich ganz nice, deswegen würde das vielleicht mal da nochmal drauf gehen. Und auf jeden Fall das Ding nochmal. Hier 3 Ziele verursacht Bluten. Da leidet 10% Schaden für 2 Runden. Und dann sind das nachher wahrscheinlich 70% Schaden. Ja. Oder hier drauf, weiß ich nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen. Ich kann ja jetzt hier wieder zurücksetzen für Juwelen. Wie ihr es vielleicht schon gesehen habt. Ich bin wieder im Plus. Ich glaube, da hatte ich noch ein Video drüber gemacht. War ja Minus, weil der sehr heftige Nerf gekommen ist. Und da haben wir uns alle einfach unser Geld zurückgeholt. Weil die Spielentwickler so auf uns geschissen haben, sozusagen. Joa, das ist mein Witch King im Moment. Halt bekannt. Ich habe ihm jetzt so einen Anti-Wahnsinn-Helm gegeben. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf dem Feld, also das fängt schon hier bei 130ern an und 150ern, naja, wenn da so ein Grima kommt und Wahnsinn auslöst, dann zerstört man sich einfach selbst. Das ist total schrecklich. Ja, ausrüstungstechnisch, also auch bei Sunin zum Beispiel, wenn wir hier bleiben. Also sie ist auf Fernkampfeinheit, das ist das, was bei ihr Schaden machen soll. Ich habe jetzt provisorisch gerade den genommen, ich warte bis die Season zu Ende ist, dann kann ich diesen Hammer hier aufbessern. Weil ich hier 2 von den Hammern drin stecken habe. Und ich glaube, da ist einer von denen drin, wo der Effekt verbündete Armee physischer Schaden ignoriert. Verteidigung des Ziels. Das ist nachher bei 18%. Das ist ziemlich nice. Den will ich auch haben. Den nimmt man auch. Und den der Kommandanten gegen das Ziel Verteidigung minus 6. Der Effekt hält bis zum Ende des Kampfes an. Kann 10 Male gestapelt werden. Nicht schlecht. Aber Kommandant greift ja auch nur einmal pro Runde an. Von daher. Nee, das mit dem Schaden Verteidigung ignorieren ist schon ganz nice. Aber ansonsten hat sie halt hier Armeeschaden Fernkampf. Dann den Schutzmantel, den habe ich noch diese Season wieder bekommen. 2 Stück. Ich habe ihn schon auf 1 Gold. Verbündete Einheit erlittener Brandgift und Fokusschaden. Ist auf maximal bei minus 30. Ist ein ziemlich nice Ding auf jeden Fall. Stärke, Geschwindigkeit und hier auch Armeeschaden Fernkampf auf 3 nachher, wenn es maximal ist. Das Ding genauso, Fernkampfschaden auf 3. Hier habe ich den Effekt Aegis, der beste Effekt im Spiel. Erste 4 Runden, jede Armee, jede Runde 50% Chance, Betäubungsimmunität und Wahnsinnimmunität zu erhalten. Der ist echt nice, der Helm. Ich habe den hier auch nochmal. Der ist noch da. Aber davon habe ich keine weiteren. Beziehungsweise. Den habe ich auch schon hier gehabt. Ich weiß nur nicht, wo der drin steckt. Ich muss wie gesagt warten, bis die Season zu Ende ist und mir da die wichtigen Sachen wieder rausholen. Aber dann kann man sich diesen Hammer kaufen, womit man Gegenstände wieder rückwirkend ja, auseinanderbröseln kann, sozusagen. Ja, und das Ding haben wir noch hier: Feuerwerk des Zauberers, auch nochmal Armeeschaden Fernkampf. Und hier die Verfolgung für meine Truppen: 90% Chance. Wichtig gegen Gilgalad zum Beispiel, der ja Ausweichen hat in den ersten beiden Runden. Und ich habe sogar tatsächlich schon einen Kampf gegen einen Gil'galad gemacht. Ich wusste, dass ich den verliere, aber ich wollte einfach nur mal ihr Potenzial sehen. Und das war echt nicht schlecht. Da war sie Level 39. Auch hier selbes Bild.
Von der Gilgalad. Aber der hat auch schon ordentlich Respekt. Ich glaube, der ist sogar Respekt. Keine Ahnung, 9, 10, 11, 12 oder sowas. Und ich habe einfach 99.000 Schaden gemacht. Also fast die Hälfte hier, oder die Hälfte von seinen 195.000. Er hatte noch ein bisschen Heilung wegen Arwen, aber. Ja. Und den Bericht habe ich sogar nachgeguckt. Meine Armee hat sogar diese hier, die Orkbogenschützen. Wurden sogar betäubt in Runde 1. Ja, weil er hat ja hier Eiszapfen. Ach ne, das ist sogar Runde 2. Warum wurden die denn in Runde 1 betäubt? Betäuben für eine Runde in Runde 2. Ich könnte schwören, das war. Ach nee, warte mal. Das war auch gar nicht. Runde 1 ist nicht von Immunität gegen Verstummen. Das wurde hier so übersetzt. Das ist dieses Immunität gegen Betäubung. Summend greift an. Unbetroffene. Wilgalot greift an. Bogenritter greift an. Sandwanderer. Corsair. Ach so, ich hatte nur Doppelschläge nicht, so war das, ne? Ne, da haben sie noch angegriffen hier. Und dann ab Runde 2 haben sie hier Immunität gegen beides bekommen. Ne? Gut, da habe ich mich. Ich dachte eigentlich Gilgalad, dass es in Runde 1 ist, aber das war bei Gandalf, ne? Der Zauberer-Skill. Naja, aber trotzdem, auf jeden Fall finde ich, wie ich finde, ein ziemlich interessanter Report. Und deswegen, also ihr seid auf jeden Fall echt Potenzial. Und das finde ich halt auch so nice an ihr. Sie ist ja wirklich stark, aber also es ist auch allgemein bekannt, dass sie Sunnen ist wirklich stark so und als ich sie dann gezeigt hatte im Clan, meint die auch so, ja, also meinten die auch irgendwie von wegen, ich renne vor jedem Kommandanten weg, ich laufe von keinem Kommandanten weg, außer Sunnen. Da wird es ein bisschen kritisch. Aber sie ist halt echt ziemlich stark so. Sie hat auch nicht viele Konter tatsächlich, also was ich gesehen habe, ich habe auch YouTube mal so geguckt und alles, weil als ich wieder angefangen habe, wollte ich halt wissen, ne, was kann ich aus ihr rausholen. Oh, geht schon so einiges auf jeden Fall, ne? Geht schon so einiges. Ja, dann Meereszügel hatte ich noch bekommen, fand ich auch sehr nice. Erste 3 Runden verbündete berittene Einheiten, jede Runde auch hier Immunität, das ist eine furchtlose Kavallerie. Aber es ist halt wie Aegis, nur eine Runde weniger. Und nur für Kavallerie. Aber das ist halt dann perfekt, wenn man sich Gandalf den Weißen holen möchte. Ich bin da gerade dabei. Es ist ja auch neu, dass wenn man ein Drittel des Respekts hat, kann man den Kommandanten hier sehen, ihn bis Level 20 spielen und ihm eine Waffe geben. Sehr nutzlos. Aber ich bin halt dabei und Gilgalad natürlich auch. Den will ich auch noch haben. Und wen ich schon habe, ist Gandalf der Graue. Da warte ich jetzt, dass er Respekt 3 kriegt zumindest. Dann will ich ihn, glaube ich, schon mal ausprobieren. Ja. Er ist einfach cool, Mann. Gandalf ist einfach cool. Er macht einfach Spaß. Er verliert kaum Truppen und so. Er ist ziemlich gut für Fliesen einnehmen und so. Also es ist einfach nur heftig. Na, deswegen. Bei ihm muss ich dann nachher mal gucken. Joa, und sonst, ja, ich bin also wie gesagt gerade ein bisschen am Fahren, dass ich hier meine Produktion ein bisschen hochkriege. Man fängt ja bei 30.000 an, wenn man zum Lord wird. Ich habe es schon mal gemacht, aber dann bin ich wieder zurückgegangen. Und ich hatte auch schon erwähnt, ich hatte so ein Problem. Also ich wurde irgendwie zum Lord. Hier, ne? Das Witzige ist, das ist halt die Region Irin Laskalen beziehungsweise Amon Lac. Bei den einen heißt es so, bei den anderen so. Das ist hier diese Region um Dol Guldur. Da kann man eigentlich nicht sich niederlassen. Also man kann sich dort nicht umziehen dorthin. Aber die Ruinen sind halt hier und hier vorne ist auch noch einer. Da. Und das Ding ist, seitdem ich dort Lord wurde hier, konnte ich nicht mehr ins Spiel rein einfach. Für 2 Tage. Oder nee, ein Tag waren das 24 Stunden. Oh, ich habe auch noch gar nicht geguckt, ob die mir mal geantwortet haben. Naja, ich habe denen das dann halt geschrieben und dann 24 Stunden hat es gedauert. Was ich schon ziemlich frech fand, dass sie sich erstmal gar nicht gemeldet haben und alles. So. Ach ja, guck mal, das ist auch interessant. Welche Entschädigung war? Ja, wollten mich bewerten, meinten so, ja, hier. Also sie haben mir in Hello WhatsApp geantwortet, man kann mit denen dort ja auch schreiben. Meinten so, ja, hier, das funktioniert wieder. Meinte ich alles gut. Und dann meinte ich halt so, habe ich die bewertet. Haben wir die Bewertung auch reingeschrieben, ja, 24 Stunden gedauert. Erstmal haben die mich kaum 14 Stunden lang ignoriert.
Bla bla, und habe ich geschrieben, kommt auf die Entschädigung an, dann gibt es mehr Sterne im Nachhinein. So, dann habe ich geschrieben, welche Entschädigung? Das lese ich jetzt selber auch zum ersten Mal, lieber Taktiker. Vielen Dank, dass Sie uns erneut kontaktiert haben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die verspätete Antwort und bedanken uns sehr anhaltend. Wir können Ihre Frustration vollkommen verstehen, wenn Sie andere Spieler auf demselben Kampagnen-Server nicht einholen können. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die durch den Fehler verursachten Unannehmlichkeiten. Wir möchten klarstellen, dass der relevante Fehler zum jetzigen Zeitpunkt erkannt und behoben wurde, und wir haben Ihren Antrag auf eine entsprechende Entschädigung für die Verzögerung in der Bearbeitung weitergeleitet. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Team befürchten wir, dass wir Ihrer Bitte nicht nachkommen können. Team hat eine solche Entscheidung getroffen, um eine faire Umgebung im Spiel zu gewährleisten, und dies ist die gleiche Regel, die für alle Spieler gleichermaßen gilt. Wir hoffen sehr, dass Sie unsere Entscheidung nachvollziehen können. Schätzen aufrichtig Ihre Unterstützung sowie den Preis für unseren Service und bitten um Ihr freundliches Verständnis. Alter, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Ich kann doch nicht mal was schreiben jetzt. So, jetzt gibt es einfach nur mal einen Stern. Einfach nur schlechte Leistung. 24 Stunden Rückstand im Server und ihr redet von Gleichheit. Ich bin im Rückstand und bin im Rückstand wegen eines Fehlers, für den ich nichts konnte. Das ist absolut nicht gleich. Sehr, sehr schlecht. Das hört man von denen ja öfters. So, und jetzt das akzeptiere ich so nicht. Das ist kein Gleichgewicht, Komma, da ich 24 Stunden im Rückstand bin. Ich erwarte eine Entschädigung. So, das senden wir nochmal ab. Ich habe jetzt 2 Tage gar nicht mehr reingeschaut. Ja, das Ding ist, theoretisch so ist mir eigentlich egal. So. Theoretisch ist mir das eigentlich fast schon egal. Ich will dir nur ein bisschen auf den Sack gehen. Oh. Ah, sauber, sauber. Ich will dir nur ein bisschen auf den Sack gehen, weil. So, wir haben uns das geholt. Und die haben sich gerade das hier wieder geholt. Ach, Moria. Oh. Lindon hat sie Moria geholt. Eigentlich sollen die Zwerge Moria kriegen. Ja, macht nichts. Wir helfen den Zwergen sowieso jetzt hier. Also, ja, der Server ist tot. Also ich habe auf Gundabad hier angefangen und weil ich wollte, ich habe halt, ich habe auch angefangen, oder ich habe ihn auch gespielt. Ich wollte, wo ist er? Gorbeck? Gorbeck und Gorbeck. Ziemlich cool. Hier ist es Respekt 12 schon. Ich habe auch seine Unique hier. Die habe ich mir jetzt diese Season nochmal geholt. Die will ich irgendwann auf jeden Fall pushen. Ich habe schon damit angefangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder dumm war. Muss ich mal da gucken, aber deswegen wollte ich die T4 von Gundabad nehmen, aber es war dann einfach keiner da, und dann habe ich gesehen, Gondor führt voll und so, und dann habe ich mein Kontostand tatsächlich auch erst diese Season auch wieder erst auf Plus gebracht, und dann habe ich mich verdrückt. Ich mag es lieber zu gewinnen, weil wenn man sich die Season anguckt, na, oh, wie ging das denn nochmal jetzt hier? Ziel. Kampagne. Ich hasse das jedes zweite Mal. Ach, da, Season. So, meine Güte, ey. Hier gibt es einen neuen Gegenstand. Geschnitzter Drachenzahn heißt er. Wenn man Dol Guldur hier besetzt, kann man den haben. Ich finde den ziemlich weird, muss ich sagen. Armeeschaden Menschen, Elben, Zwerge, Armee HP, Orks, Uruk-hai, böse Menschen, Armee Verteidigung, Trolle, Ents, Bestien. Also, echt. Echt ziemlich wilder Gegenstand, muss ich echt sagen. Ist aber ein neuer Verfolgungsgegenstand. Er hat hier auch 3 Runden Verfolgung, 30% Chance. Deswegen, ich war schon überlegen, ob ich mir den dann nachher hole, weil, also, es wird so sein,
Man kriegt ja. Ich habe jetzt schon 1100 Punkte, weil wir Dol Guldur besetzen. Hier kriegen wir nochmal 300. Also 1400 ist ja maximal möglich. Und deswegen, aber ich weiß nicht, ob ich das mache. Naja, und auf jeden Fall, was wichtig ist, ist hier dieser Hammer. Oh, man kann sich den. Ach so, Moment. Ein Hammer kostet 200 und man kann sich den zweimal holen. Ah, verdammt. Muss ich dafür ja schon 400 ausgeben für diesen Hammer. Also der ist wichtig. Also der macht halt den Gegenstand hier wieder so, dass man alles, was man dort rein investiert hat, auch wirklich als Gegenstand wiederbekommt. Oh, ich habe noch 110 Punkte, sehe ich gerade. Das ist gut. Naja, auf jeden Fall. Also, weil. Also es ist jetzt so, wenn man jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel den aufwerte und dann stecke ich den hier da rein. Dann kriegt er einen goldenen Stern, weil ich ja einen Gegenstand mehr zum Veredeln benutze. Und alles, was hier drin ist an Accessoires, das wird alles zu so einem abgenutzten Accessoire. Und mit diesem Hammer ist das nicht der Fall. Da wird alle Accessoires, so wie sie waren, mit den Effekten und alles, das hat er sich gemerkt, das wird dann so wieder rausgeholt. Ja, und dann kriegt man da wieder alles raus. Und hier zum Beispiel weiß ich ganz genau, dass ich mindestens ein oder sogar zwei von den Hammern da drin habe. Und einer Hammer von denen hat diesen Effekt da mit diesen ignoriert Verteidigung des Ziels. Deswegen warte ich dann drauf. Ne? Und hier ist auch rüstungstechnisch. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich die noch behalten soll. Ich habe ein bisschen falsch überlegt. Also, Kommandantgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Aber was natürlich viel besser wäre, wäre Armeeverteidigung Orks 24. Das wäre natürlich viel, viel heftiger. Weil mit dem zusammen hier, boah. Ist einfach nur unmöglich. Haben die Orks so viel Verteidigung nachher. Dann normale Bogenschützen ja schon 80, 90 Verteidigung oder so durch Gorbeck. Und das ist schon ziemlich cool. Deswegen muss ich nachher mal ganz genau gucken. Also gut, ein Hammer kostet 200. Ich dachte, man kann für 200 gleich direkt zwei kaufen. Aber gut, immerhin gibt es diese Möglichkeit. Ursprung ist ja, man kann diese hier, die Uniques, die kann man nicht zurücksetzen. Also, oder konnte man bei der ersten, oder paar Seasons war das so. Das ist, glaube ich, ursprünglich die Idee dahinter, diesen Hammer da, damit man, was man hier reingesteckt hat, wenn man das nicht mehr benutzen will oder haben will, dass man es wieder rauskriegt. Weil man kann ja hier die Sachen nie wieder rausbekommen sonst. Weil ich kann das hier nirgendwo anders verwenden. Na, wenn ich das jetzt hier irgendwie mal stärken wollen würde. Ja gut, geht wegen dem Schloss eh nicht. Mal Schloss wegmachen. So. Zeigt er mir die einfach nicht an. Weil, warum, aber wäre auch blöd. Na, ist halt eine Unique. Die kann man halt auch nur einmal haben, deswegen. Dafür waren diese Hammer ursprünglich da. Und ja. Deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall ganz doll drauf, weil dann kann ich noch mal ein bisschen hier was an den Ausrüstungen feilen. Ja, aber also wirklich viel bei rumgekommen ist diese Season jetzt wirklich nicht. Ich hoffe, nächste Season wird es besser. Was neu war, gut, warum, also. Warum Gil'Galad bei mir schon so hoch ist. Also, was heißt hoch, aber ich habe ihn ja nicht eine einzige Einladung gezogen. Das ist alles nur mit Respekt Gegenständen passiert. Deswegen finde ich das in Ordnung hier mit diesen Dingern. Es gab so eine Kisten oder so eine Angebote hier, da konnte man sich so sowas holen. Mit zufälligen Geschenken, zum Beispiel 16 zufällige Geschenke und 8 Geschenke, die man sich wirklich aussuchen konnte. Und die habe ich alle blind geholt. Ich dachte, die war für Zunint mit drin, aber für Zunint war einfach kein Respektgegenstand drin. Ja, und dann habe ich gedacht, scheiße, dann war ich voll sauer. Habe auch noch für die Bösen das gemacht, nachher mit den Zufälligen. Weiß ich auch fürs nächste Mal besser. Und naja, und dann habe ich die, wo man sich das aussuchen konnte, habe ich dann für Gil'Galad genommen. Zumindest, ne? Immerhin da dann schon was richtig gemacht. Von daher, ja. Gut, Leute, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Einfach nur mal ein bisschen wieder, wo ich stehe, was ich so mache hier. Wie gesagt, ich farm jetzt noch ein bisschen und dann wollen wir uns dann auch mal hier da hinten. Wir geben hier mal Richtung PvP. Wie gesagt, also dadurch, dass ich von Gundabad gewechselt bin, da war alles auf Null, da musste man wieder alles neu aufbauen. Das allein hat schon wieder 1,5 Wochen gekostet, bis ich wieder auf demselben Prestige war wie vorher. Das hat so viel Zeit gekostet und alles, und deswegen bin ich auch mit dem Leveln irgendwie nicht hinterhergekommen. Bin ich halt sehr langsam so, ne? Aber im Leveln war ich noch nie so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher. Ja, der Witch King ist jetzt einigermaßen, ja, 46. Damit kann man schon kämpfen. Aber für ihn habe ich keinen Helm, der irgendwie mal Betäubungsimmunität drin hat. Und daher kämpfe ich mit ihm auch nicht.
Weil PvP brauche ich wahnsinnig. Gegen gute Kommandanten ist das fast unnötig. Ich seal dort ein bisschen Wahnsinn und so, aber ansonsten geht das. Ja, und was eigentlich noch, was, achso, was mir noch einfällt, ist, das müssen ja der ein oder andere auch mitbekommen haben, je nachdem welcher Season ihr seid. Oder ob ihr jetzt. Wobei, nö, das müsstet ihr alle mitbekommen haben. Wir haben ja hier neue Helden. Beorn ist raus. Beorn ist richtig heftig, ist ein Stärke-Kommandant, also der auf jeden Fall selber sehr viel Schaden macht und ganz viel mit Bestien macht hier. Bestien, Beoringer sind auch Bestien gegen Orks, also ziemlich cool auf jeden Fall. Beorn ist wirklich ziemlich stark, also der wird, glaube ich, wirklich echt eine Maschine. Ja, und bei den Bösen ist der Ogelurg. Er macht viel mit Trollen. So Orks kann man ihn spielen hier. Oder halt eben hier mit. Also hier so ein bisschen mit Belagerung. Also das muss man nochmal irgendwie ausprobieren. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich nie zu kommen, weil ich hab den nicht und ich will den auch nicht haben. So. Und hier ist halt mit Trollen, ne, dass die zusätzliche Effekte kriegen und so. Ziemlich cool. Ja, muss man mal abwarten. Da werden schon im Internet ein paar Builds sein auf jeden Fall. Die Leute probieren die gerade aus, aber die muss man natürlich auch erstmal hochkriegen. Und ja, aber die beiden sind ja noch neu rausgekommen. Wie gesagt, Beorn wäre halt so, wenn überhaupt. Weil er ist, glaube ich, echt ziemlich stark. Er macht voll viel Schaden. Ja, genau, gut. So, das soll es dann auch gewesen sein an der Stelle. Und ja, ich werde noch ein bisschen leveln hier, ein bisschen meine Farm hier in Gang kriegen. Und alles. Und dann ich gucke mal, ob ich wieder zum Ranger wechsle. Ich schaue mir in einem PvP mal an, wie die so abschneiden. Weil die anderen sagen alle wohl, dass die Kommandanten, weil die jetzt nur einer ist. Ja, also ohne Statthalter, dass die schlechter sind als wenn man jetzt zu zweit rumläuft, obwohl die 25 Kommando mehr haben. Aber naja, es ist halt die Meinung der anderen, muss man halt mal gucken, so, ne, was man draus macht. Ich werde mal schauen, so wie ich PvP macht, dann nehme ich euch mit. Ja, oder selbst wenn ich es irgendwann außerhalb von zu Hause mache, dann mache ich noch ein Video darüber und gucken uns das mal gemeinsam an und dann entscheide ich. Vielleicht gehe ich dann echt mal in Ranger, um mal den Unterschied zu sehen. Dann bleibe ich aber auch, glaube ich, Ranger, weil das Prestige, das, was ich vorher hatte, das kommt alles wieder. Und ja, da habe ich auch noch ein paar Aufgaben zu erledigen hier. Also, ne, die habe ich alle fertig, aber ich will noch Stufe 10 werden. Da kann man stufenweise Waldläuferränge kriegen. So, aber vorher mache ich auch hier noch fertig, glaube ich. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wer es tut. Lasst einen Kommentar da, Wünsche, Anmerkungen, keine Ahnung, irgendwas schreibt. Ich bin froh, wieder am Start zu sein. Auf jeden Fall, das Spiel schockt. Vor allem, ich finde hier diese Waldläufer-Kampagne, die schockt ziemlich. Finde ich ziemlich cool gemacht. Eigentlich gut, hat auch wieder Vor- und Nachteile, aber so bisher eigentlich ziemlich cool. Und ja, schreibt mal, was ihr so macht, wo ihr so hängt oder was ihr für Anmerkungen habt oder sonst was, keine Ahnung. Würde mich freuen. Also, ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.